Welt seid mir gegrüßt. Ich bin der Held der Steine in Frankfurt an meinem Herzen, von Europa, meinem wunderbaren kleinen Liedchen, an einem fantastischen Tag und Shop, was ich euch mitgebracht habe. Richtig aus dem Hause Lego, die 40174 Iconic Chess von 2017. Bestehend aus gut 1400 Teilen für 55 Euro. Gutes Deal, guter Deal, guter Deal. Leider ein Shop-at-Home-Set. Das heißt, ihr könnt es ausschließlich bei Lego direkt ordern. Das ist natürlich ein bitterer Treffer für uns Fachhändler, weil das ein Set wäre, das man für einen angemessenen Preis tatsächlich in den Markt bringen könnte. 55 Euro passt. Machst du 50 draus, ist es alles in Ordnung. Das musst du nicht für 30 in den Markt prügeln, damit es weggeht. Es wäre ein schönes Set für uns Händler. Geben sie uns leider nicht, gibt es nur bei Lego direkt. Nutzt meinen Schublink. Dann kriegt ihr, wenn ihr euch neu meldet, einen 10er Cashback extra, beziehungsweise ihr bekommt überhaupt mal ein bisschen Cashback, damit das... Damit es halt nicht, ich meine, warum direkt da kaufen und nichts kriegen? Es ist eh eingepreist, hol's euch. Ich habe immer mal wieder drüber gesprochen, über das Set. Und heute auch im Laden, es war schön, dass ihr da wart, herzlichen Dank. Es ist ja Donnerstag heute, also jetzt Samstag, wenn ihr das seht, aber jetzt ist es Donnerstag. Und ihr wart bei mir im Laden, herzlichen Dank. Trotz Bahnstreik haben es noch sehr viele zu mir geschafft, das freut mich sehr. Für die anderen keine Sorge, Reservierungen halte ich und so, ihr schafft es noch zu mir. Da hatte ich auch ein schwarzes Shirt heute an, aber ich bin, weil ich ein Profi bin, auf blau gewechselt. Ich saß hier nämlich in schwarz, habe in die Kamera geguckt und habe gemerkt, man sieht nichts davon. Profi geht auf blau. Also, wir kriegen es gemeinsam hin. Ich habe euch gestern hier, also am Mittwoch, das hier gezeigt. Das war gruselig, also muss ich irgendwie wieder das Universum gerade rücken. Ich zeige euch jetzt was Gutes. Dieses Set muss ein Saboteur im Hause Lego entwickelt haben. Der hat das an dem gesamten Vorstand vorbei durchgeschummelt. Durch die gesamte Produktentwicklung, Produktion, Marketing, an allem vorbeigewischt. Keiner hat es gemerkt. Alle Stümper waren raus aus dem Entscheidungsprozess. Und auf einmal war es im Laden. Und dann war es nicht mehr zu verhindern. Zack, da war es. Und da ist es jetzt seit 4 Jahren. Und verkauft sich. Verblüffenderweise. Ja, und es ist ein gutes Ding. 40158, der Piratenschach-Vorgänger, über den habe ich oft mit euch gesprochen. Weil er sich so wunderbar zum Ausschlachten gelohnt hat. Vor allem in Verbindung mit der 31084, dem... Der Piratenachterbahn war das natürlich Knüller-Set. Und hier war ich ein bisschen abwartend unterwegs, weil mir natürlich die lustigen kleinen Minifiguren gefehlt haben. Dafür haben wir jetzt hier ein klassisches, komplett aus Steinen gebautes Set. Und ich muss sagen, es gefällt mir. Es gefällt mir immer besser über die Zeit. Und es ist übrigens bei Bricklink kein Set, sondern Gear. Nicht wundern, dass ihr es nicht in der richtigen Spalte findet. Aber wenn ihr einfach über die Nummer sucht, habt ihr keine Probleme. Kurz zur Box, das ist sie. Wir haben sogar ein 2-in-1. Ich als Schachgroßmeister finde es natürlich sehr entspannt, dass da Dame drin ist, weil das kann ich tatsächlich. Muss ich mich hier nicht so hart anstrengen. Wunderbar. Kurz die Abenteuer der Rückseite. Nichts, vor dem man sich fürchten müsste. Und hier seht ihr ein Riesenfeature. Dazu kommen wir gleich. Also, wir haben hier dieses nette Set. Achso, es sind noch ein paar Ersatzteile dabei. Alle 1x1-Geschichten plus Läppchen zum Aufbau. Wir haben, Maße. 25x5x25,5, weil das ist eine 32x32er Grundplatte. Und wir haben 13,5 in der Höhe. Wir haben über 1400 Steine für 55 Euro. Dann könnt ihr sagen, ja gut, ist wie bei Lego Arts. Das meiste sind so kleine, brauchst du eh nicht, lohnt sich nicht. Nö. Wir haben 350 Fliesen in dem Set. Wir haben wunderbare Steine hier unten. Wir haben unten 4 große 16x16 Plates in Dark Blue Gray. Brauchbare. Wir haben hier oben die großen Plates. Brauchbar. Das ist ein Weltklasse-Set, was die Teilewerte angeht. Part-out Value ist das Dreifache von der UVP. Wir gucken gleich mal uns ein bisschen die Figuren an, oder? Klar, einiges wiederholend. Wir wollten ihn hier eine Abwechslung reinbringen. Hier oben auch keine. Wer überraschende Bautechniken und Abwechslung haben möchte, der kaufe sich bitte einen Jago Gardens für 300 Euro. Das hier ist ein Schachspiel. Wir haben aber, finde ich, trotzdem, ihr seht hier, klassische Steine. Dann aber zur Auflockerung haben wir hier so ein nettes kleines Muster drin. Das auch noch die Farben von hier oben aufnimmt. Also weiß, dunkelblau und das vielleicht Silber, was hier oben ja auch vorkommt. Ich wollte gleich noch was sagen zu der Funktion als Reiseschach. Hier ebenso. Dunkelrot, schwarz und das Pearlgold wird aufgegriffen. Finde ich einfach eine nette kleine Idee. War unnötig, deswegen ist es schön, dass es drin ist. Als Reiseschach eignet es sich in gewisser Weise. In Maßen. Wir können verstauen, zeige ich euch gleich noch. Super.
Es ist auch soweit okay. Es ist aber nicht wirklich erdbebenfest. Wenn man ein bisschen rottelt, ist es weg. Insbesondere bei denen, die recht groß sind, weil es unten halt doch nur an einer kleinen Jumperplate-Noppe befestigt ist. Das ist halt nicht viel, das ist auch gut so. Aber deswegen kann man es halt nicht wirklich gescheit kippen. Aber es ist stabil genug für ein Spiel im Zug. Bestimmt mit Sicherheit auch im Flugzeug und im Auto auch auf halbwegs guten Straßen, wahrscheinlich außerhalb unseres Landes. Völlig in Ordnung. Gucken wir uns kurz die Figuren an. Oder? Richtig. Nehmen wir doch, fangen wir mit Weiß an. Die sind nämlich ein bisschen schöner, die sparen wir uns für den Schluss. Ich finde sie ein bisschen schöner. Sie werden immer nach einem ähnlichen System aufgebaut. Alle stehen unten auf dem 2x2 Brick. Das ist schon mal großartig, dann hat man nämlich welche. Dann kommen ein paar Slopes drumherum für die Deko, dann nochmal ein bisschen Riffelzeug und obendrauf dann nochmal die Spitze, je nachdem, was für eine Figur wir haben. Und hier seht ihr auch drin, das Einzige, was mich designtechnisch eigentlich stört, sind diese 10 Brick Modified. Die sieht man nämlich mit dieser Kante da unten unnötigerweise durch. Sagt ihr, ja, ist nicht so schlimm. Ist unnötig einfach. Das Teil ist relativ neu damals gewesen, das weiß ich. In Weiß, glaube ich, gar nicht am Markt. In Schwarz auch nagelneu erst gekommen. Ich hätte es mir einfach gewünscht, wenn es so gewesen wäre. Aber wenn das das einzige Thema an einem ganzen Set ist, bin ich eigentlich sehr, sehr entspannt. Also, Türmchen. Da oben dieser Flat Silver drauf. Ich finde dunkelblau und weiß immer eine schöne Kombination. Das passt. Springerlein. Gefällt mir auch gut. Muss ich aber sagen, also versucht keine Abwechslung im Bau zu finden. Gell? Nur die Farben werden getauscht. Der sieht halt so richtig gemein aus, oder? Der finde ich, der hat irgendwie noch so ein bisschen den Kampf am Start. Ich finde den finde ich echt gelungen. Also, auch wieder die gleiche Sache. Hier unten sind immer diese Brick Modified wieder drin, um das zuzumachen. Auch der Läufer völlig in Ordnung. Man baut sie natürlich. Unten ist immer alles die gleiche Geschichte. Hier mit kleinem Cupcake obendrauf. Auch schon gemacht. Die sind vielleicht ein bisschen, an manchen Stellen würde ich sagen, sind sie zu glatt. Dass ich sage, okay, das ist jetzt wirklich gar nicht mehr fürs Spiel. Aber auf der anderen Seite, wenn ihr es euch hinstellt ins Wohnzimmer, falls ihr es euch ins Wohnzimmer stellt, ist es doch vielleicht gar nicht schlecht, wenn es nicht sofort nach Lego aussieht. Und ich finde, das sieht hier wirklich klassisch aus. So, und da haben wir hier natürlich die Opfer, die Bauern. Ach, die Bauern sind sehr mächtig, ich weiß. Brauchbare Teile. Tatsächlich brauchbare Teile. Es ist Kleingedöns verbastelt. Das sind einmal vier und einmal zwei Fliesen. Das sind zweimal zwei Jumper Plates. Die würde ich mir in so vielen Sets von Lego wünschen. Zum Beispiel bei Harry Potter. Damit diese Innenflächen endlich mal gut aussehen. Mit Jumper Plates Punkten drauf, damit man Figuren setzen kann. Könnt ihr auch jetzt hier. Ihr könnt, nehme ich am besten sowas. Ihr könnt planmäßig so eine Figur in die Mitte stellen. Ihr könnt sie aber natürlich auch an den Rand stellen. Das geht alles. Ihr müsst sie nicht immer perfekt setzen, aber ihr könnt natürlich. Und so einfach. Und so könnte man dann auch Figuren wunderbar einfach positionieren. Man muss halt extra Geld ausgeben und nochmal was drüberlegen. Was in diesem Fall hier aus irgendeinem Grund ging. Dieser Saboteur. Ich nehme jetzt auch hier nochmal die vier weg. Ich finde nochmal. Ich meine, es ist das gleiche wie hier, aber ich zeige es euch nochmal so ein bisschen näher, weil ich finde, so in der Truppe sehen die ziemlich cool aus, oder? Ich finde es hier vor allem beim Springer echt schön. Galoppel, Galoppel mit dem perlgoldenen Auge. Ich finde, das ist cool gelöst und so simpel gelöst. Gar nicht viel gemacht und das mag ich. Mit wenig Aufwand eine Form absolut sicher. Verwechslungssicher dargestellt. Ich finde das klasse. So, jetzt haben wir hier diesen Block. Hier seht ihr nochmal die großen Platten. Wir haben jetzt eine Turbo-Funktion und hier ist der Spalt. Das hier könnt ihr auseinanderziehen. Das sind Technik-Bricks, die das direkt drin haben, diesen Pin. Das ist eigentlich, glaube ich, dann Brick Modified. Und ich weiß nicht, ob ich es mag oder nicht mag. Es hat den Vorteil, dass es hier jetzt nicht so auflöst, dass man keine verlieren kann davon. Die sind hier fest drin. Dafür allerdings hat man sie halt auch immer draußen und sie sind garstig. So könnte man sie wegnehmen und reinschmeißen und die Sache wäre gut. So sind sie immer draußen. Weiß ich nicht, wie cool ich das finde. Drunter, wir haben 8 16x16 Platten Dark Blue Gray drin. Nur mal für den Part-Out-Value nochmal. 8. Die werden euch überall anders weggespart. Und ihr kriegt diese Silhouetten von Häuschen. 8 Stück einfach mal reingebolzt. 55 € das Set. Nur noch mal kurz
zur Auffrischung. Damit ihr mal wisst, woher ich komme mit meinen absurden Preisvorstellungen, die ich immer habe, da ich sage, Lego ist ja viel zu teuer. Weil sie das hier machen. Würde das Set 250 Euro kosten, würde ich nicht motzen. Über die anderen Sets würde ich sagen, gut, Lego ist halt einfach absurd teuer, was kauft selbst schuld. Aber die Firma kann es. Und sie kann es gut. Das heißt, sie will nicht bei den anderen Sets. Das ist die Aufbewahrung übrigens. Da nehmt ihr jetzt einfach die Figuren und die könnt ihr hier sogar, diese Bauern, kriege ich euch doch wahrscheinlich jetzt wieder nicht gezeigt, das fällt euch dann wahrscheinlich genau in dem Moment um, in dem ich es euch zeigen möchte. Ihr bekommt 7, leider nicht 8, aber das geht natürlich nicht, bekommt ihr hier so nebeneinander reingesetzt. Dann noch ein bisschen anderes Gewurstel dazu und die Gegenseite ist ja auch leer, zack, zack, habt ihr hier alle locker drin. Und also anderthalb braucht ihr nur und das Ding ist geklärt. Also das ist eine schöne Aufbewahrung. Jetzt sagt er, okay, ihr habt dann da alles drin, aber dann sind die nebeneinander, das ist ja unpraktisch, dann sind die hier so. Dann kann man sie aufeinandersetzen, dann haben wir aber dann halt sehr, sehr viele Noppen Auflage. Lego hat was spendiert. 1400 Teile, 55 Euro und sie haben noch was spendiert. 4 kleine grüne Plates, die man hier drauf setzt. Und damit ist das so ein bisschen erhaben und sitzt nur noch auf den Vieren und ist untergebracht. Cool, oder? Habt ihr recht. Also finde ich gut, läuft einfach. Und jetzt passt auf, das war noch gar nicht alles. Ihr seid schon ganz aufgeregt, ich sehe es euch an. Ihr könnt also Schach spielen mit diesen gesamten gebastelten Figuren. Bau ist, wie gesagt, nicht irrsinnig abwechslungsreich, das ist aber auch, glaube ich, verständlich. Aber sehr stabil, toll wiederzuverwerten. Ihr könnt hier spielen, ihr habt die Noppen, ihr könnt das alles setzen, ihr könnt es zusammenstecken, könnt es auseinanderziehen, ihr habt das hier, ihr könnt stapeln, es ist alles schön. Aber damit ist noch nicht genug. Wir haben, wie ich vorhin schon kurz ansprach, für den einfacheren Geist wie mich, der aber trotzdem Amüsement sucht, noch eine zweite Möglichkeit. Ihr könnt Dame spielen. Und dafür habt ihr jetzt hier diese Möglichkeiten, diese kleinen Platten hier aufzusetzen. Leider haben sie hier nicht die Fliesen mit einer Noppe oben benutzt, damit man, was ja bei Dame, vor allem wenn ich spiele, ständig vorkommt, dass man ja stapelt, dass man die übereinander setzen kann und dass die auch da bleiben. Da hätte die, wie gesagt, 2x2 Round-Teil mit Noppe wären da schön gewesen. Aber dann habt ihr da euer Damenspiel und hier drüben rot auf die Gegenseite gesetzt. Und ab geht er, der Peter. Spaß ohne Ende für die ganze Familie. Los geht's. Ist doch, ich stehe so ein klein wenig immer neben mir und beobachte mich in meiner Regenwut, die ich so aufbauen kann, aber dann denke ich, der Mann hat recht. Jedes Mal. Weil dieses Set hier hat einen Spielwert, das hat einen Steinewert, ist ein Materialwert da. Man kann dann sogar danach ernsthaft das auch hinstellen, dekorativ in irgendeiner Form. Es sieht nicht aus wie die absolute Grütze. Es wäre alles etwas, wo man Lego tatsächlich ein paar Sachen mal auf die Pro-Seite schreiben kann. Und dieses Set geht dann nicht an die Fachhändler. Dafür kriege ich irgendeine Grütze wie Video. Oder Dots. Oder so ein Schabernack, den keiner braucht. Das hier bekomme ich nicht. Trotzdem will ich euch sagen, dass das gibt, weil es gut ist. Und weil ich hoffe, dass es mehr gibt. Es gibt ja auch so ein Ludo. Und es ist auch eine schöne Idee. Da geht es halt mehr um Minifiguren, aber das hat mir nicht so einen Spaß gemacht, weil es nicht diese schöne Aufbewahrung mit diesen ganzen Figuren hat und das Preis-Leistungs-Verhältnis nicht so gut ist, aber ist auch völlig egal, ist trotzdem nicht schlecht. Aber das hier ist wirklich klasse und ich hoffe, dass jetzt 4 Jahre schon im Markt ist, hoffe ich einfach, dass irgendwie die Controller bei Lego vergessen haben, dass das gibt. Die haben es übersehen, die sind drüber gegangen und es bleibt einfach für immer da. Ihr geht es euch kaufen und dann habt ihr Spaß, falls ihr irgendwas in diese Richtung machen wollt. Und auch für den Part-Out-Value ist es ein Traum. Egal, allein die Fliesen sind es Geld wert, allein die 8 Platten sind es Geld wert. Allein die Slopes sind das Geld wert. Also, ihr bekommt auf jeden Fall was. Und ich wünsche mir einfach mehr von diesen Sets. Und in der Qualität doch einfach mal bei Creator ohne Lizenz Häuser rausbringen. Einfach mal ohne Lizenz irgendwelche coolen Autos rausbringen. Und ohne Lizenz einfach mal was mit einem Fantasie-Action-Ding rausbringen. Einfach mal rausbringen. Wie wollte denn Blue Bricks, Kada, Zingbao gegen dieses Set ankommen? Was wollen die denn machen? Wollen die 3000 Teile für 40 Euro rausbringen oder was? Das geht doch irgendwann. Das hier ist ein Set, da gäbe es keine Konkurrenz drunter. Weil ihr kauft doch nicht das Set dann von einem anderen Hersteller für 50 Euro, um die 5 Euro gespart zu haben.
Das ist ein konkurrenzfähig gutes Set. So ist es. Und die anderen könnten nur genauso mithalten. Mehr würden sie nicht schaffen wahrscheinlich. Deswegen, also, ist doch mal eine schöne Sache, oder? Man muss sich doch auch mal freuen. Und genau, vielleicht haben wir ja auch mal das 3D-Schach von Star Trek. Das würde mich auch freuen. Das macht dann Bluebricks, die haben ja die Lizenz. Das wäre ein Fest. Genau so ist es. Also, genau, es ist jetzt Samstag. Wenn ihr es früh seht, kommt doch noch mal im Laden vorbei. Ansonsten, falls ihr schon da wart, es war ein Fest. Vielen Dank. Ich wünsche euch ein sehr schönes Wochenende. Habt nette Leute um euch und bis bald.